Moin und willkommen zurück bei The Search 2. Da wir uns das letzte Mal hier in diesem Garten hier den Gaia-Roboter, der da hinten steht, diverse Male gekloppt und ich glaube mittlerweile eigentlich auch ganz gut den Dreh raus. Bevor ich jetzt aber in die Richtung weiterlaufe, will ich nochmal kurz mit ihm hier schnacken, denn ich möchte mich dann doch irgendwie entscheiden, zumindest um zu sagen, dass ich nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte. Wir könnten dir helfen, wenn du es mit der Bestie aufnehmen willst. Ein reicher Kerl hat uns angeheuert, um das Viech auszuweiden und sein Hirn freizulegen. Keine Ahnung warum. Vielleicht irgendwas Versautes. So, was passiert denn, wenn ich das jetzt sage? Ach ja? Du kannst ja gerne nach besseren Geschäften Ausschau halten, wenn dir danach ist. Wirst schon sehen, dass du hier ohne uns auf dich allein gestellt bist. Ja, das macht mir ja nichts. Das ist ja genau das, was ich vorhab. Bei Teilen möchte ich nicht. Dem hier kann ich überhaupt nicht reden. Doch, geht doch. Hey, was geht? Red entweder mit unserem Boss oder schieb ab. Ich mach keinen Finger krumm, bis der Boss den Daumen hebt. Ja, muss doch nicht. Achso, der macht wahrscheinlich jeder die Tür auf. Na egal, wir gucken erstmal, wie wir alleine klarkommen. Ja, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht teilen. Ich krieg das schon irgendwie hin. So. Das letzte Mal hat es ja, ups, auf dem Körper eigentlich ganz gut funktioniert. So. Na okay, der Körper braucht einfach mehr Treffer, ich glaube. Das war jetzt nicht, dass das so ein Instant-Kill war. Hui, da hatte ich jetzt mal Schwein. Schlichtweg, dass ich einfach so viel Schaden gemacht habe, dass der Fisch ihn gleich weggefetzt hat. Ja, wobei. Ich glaube, es gibt sich nichts, auf was man geht. Bei den können wir jetzt manchmal Mark 5 Sachen farmen. Soll ich auch mal gucken? Meine Waffe ist noch Mark 4. Haben jetzt Komponenten Mark 5, Kopf, Arm, Bein, ja, und Brust. Okay, dann gehen wir das nächste Mal auf den rechten Arm, dass ich meine Waffe vielleicht noch besser kann. Was haben wir hier? Das Spinnewanderweg hier. Auf geht's. Das war brüchiges Holz. So. Kann man offenbar runter. Jetzt mal gucken, was hier oben noch so gibt. Was klackert denn hier so? Oh. Klacker, klacker. Schon recht abgefahren hier. Ah, da haben wir wieder so eine Statue. Ist die alleine? Sieht so aus. Ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob die... Ah, doch. Sieht... Oh, fuck. Trottel. Sieht so aus, ich wollte gerade sagen, die immer mit den gleichen Waffen und Taktiken kämpfen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mir dann einen Arm. Oh, Scheiße. Ui, 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 ui. Jetzt haben wir sie da weg, oder? Yes. Jetzt würde ich zu gerne wissen, was da oben im Erfolg zu Ende stand. Sie eine Statue von Gideon's Rock. Wahrscheinlich mit einer Waffe, der Waffe einer anderen Statue.
Na egal. Was haben wir hier? Dann ist der andere Turm. Und ich habe jetzt gerade vor lauter Laberei vergessen, einen Akku einzusparen, aber egal. So, laufen wir weiter. Wie viele Komponenten haben wir jetzt? Ich muss mal da durchblättern. Einmal, okay. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch, aber das ist ein bisschen lahm. Oh! Hätten wir die Waffen die ganze Zeit von jemand anderen zusammenfarben können. Ja, findest du das cool so zu kämpfen, ne? Macht wieder Spaß. Hier, guck mal. Oh. Scheiße. Hm. Musst du denn so schnell sterben? Ich wollte nur die Rübe abhauen. Was haben wir hier? Untergrund. Ein Audiolog. Dank Kryos innovativer Photosynthese-Technologie können künstliche Pflanzen echte Atemluft erzeugen. Atmen Sie erleichtert tief ein und genießen Sie diese unglaublich realistischen Gerüche. Riecht himmlisch, oder? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Was gibt's hier noch? Rostiges Metall. Statusverfall, biomechanische Pflanzen. Okay, gibt's sonst nichts weiter. Na gut. Hat sich der Penner hier tatsächlich im Gebüsch versteckt? Schön von Socken gehauen. Oh, ja, fuchtel nur rum. So. Schluss damit. Oh, das war völlig unnötig. Egal. Egal. So, wir laufen mal hier weiter. Oh, einfach mal über ein Geheimdepot gestolpert. Was haben wir hier? Nanitenzerstörer. Was kann das Ding? Erhöht den Schaden bei Naniten. Okay. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht zu tun mit diesem Nano-Gegner. Aber das gefällt mir gar nicht, hier durch so Gestrüpp laufen zu müssen. Und nicht zu sehen, was mich da erwartet. Das ist ein. Da hinten sehe ich doch schon irgendwas. Ja, und ich höre auch schon einen da. Ja, so knirsch. Ach du kleiner Penner, ey. Ja. Ich bin dran hier. Guck, cool rumhampeln kann ich auch. Na, jetzt mitgedacht, ne? Zack. Jetzt mach ich dich an auf die Fresse. So. Und weg ist der Kopf. Ruhe ist. Ist auch nicht Implantatschaltkreise und sowas. Kommt schon wieder einer, ne? Ja. Mann. Sowas finde ich ja, ehrlich gesagt, designtechnisch nicht ganz so geil. Ich meine. Gegner an sich finde ich cool, aber die jetzt hier irgendwie. Na, gib mir den Körper. Im Gras zu verstecken, finde ich so ein bisschen. Bisschen billig. KI sieht dann immer und als Spieler. Mal halt nicht so gut da durchgucken oder praktisch gar nicht. Alter! Heilige Scheiße! Der hat's aber gekriegt jetzt am Ende. Was war denn das für eine fette Kombo, die ich da gerade abgezogen habe? Sie ist ja völlig ausgerastet eben. Jo. Und macht sie immer weiter. Nett. Gucken wir noch gleich nochmal.
Na, wie gefällt dir das, Junge? Oh, Alter, und die Klippe runtergekickt. Geil. Das bringt ja Laune. Ne? So. Dann kann man da noch was anderes kombinieren. So. Ne, macht ja auch wieder den Sprungangriff. Schon cool. Gefällt mir schon echt gut, was es für Kombos gibt. Dass man da so schön variieren kann. Und das neue Medikit-System gefällt mir auch sehr gut, dass man hier halt wirklich on the fly aufführen kann. Und nicht ständig irgendwie Schiss haben muss, man muss wieder zurücklaufen, weil dann die Medkits ausgehen, sondern man kann wirklich sich wirklich länger oder länger am Leben halten. Achso, den Recycling Buddy hatte ich leider schon. Ich wollte mich schon freuen. Hier habe ich da eben auch Schritte gehört. Na, da hinten ist einer. Hier geht es irgendwie auch noch weiter. Mein lieber Scholli, ey. Achso. Okay. Ja. Gut. Hier geht's weiter. So. Kopf, Bein, Arm. Die Mark 4 Sachen brauche ich alle eigentlich gar nicht mehr. Super Kombo. Ein so super ist sie natürlich nicht. Man merkt ja, ich kann aber immer noch ganz gut Schaden bekommen. Aber Spaß bringt es schon. So. Hier geht es weiter. Hier sah es da eben aber auch noch aus. Es könnte sich hier irgendwo was verstecken. Nein? Gut. Immer schön weiter in Richtung Wildsau. Nein. Uiui, jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Bisschen übermütig. Oh, die habe ich lange nicht aufgefüllt. So. Was haben wir denn hier? Bottershot das Raptor. Schaden an Rotoren. Okay, jetzt habe ich Schaden an Naniten, Schaden an Rotoren. Und irgendwo hatte ich auch Schaden an Menschen. Nur nicht zu hoch. Da. Okay. Wenn ich irgendwann mal mehr Plätze und mehr Kernspannung, hätte ich bald gesagt. So. Mehr. Alter, wie heißt denn jetzt? Kernleistung. Mehr Kernleistung habe, dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen rumspielen. Aber jetzt im Augenblick sieht es irgendwie schlecht aus. Trifft der mich auch noch? Dann haben wir wieder so ein Gaia-Gegner. Die möchte ich jetzt natürlich noch nicht aufwecken, während ich hier gegen den da kämpfe. Wie das Ding einfach schon mal. Mehr. Da, so. Ich gehe übrigens deshalb halt viel auf den Kopf. Falls ich noch nicht gesagt habe, weil ich dadurch die Implantatschaltkreise kriege. Das ist das Einzige, was ich noch in Stufe 4 so ein bisschen gebrauchen kann. So. Das kann ich noch nicht benutzen. Noch da fehlt es mir wieder an Items. So, können wir mal hier lang laufen. Und
hier mal wieder so eine Gaia-Statue. Erstmal haben wir hier wieder. Da steht der nächste. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich mich doch aufgeweckt. Scheiße. Muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen zurückziehen. So. Jetzt kann es klappen. Jetzt laufen wir wieder hier schön runter. Holy shit. Okay, ich muss mich erstmal kurz sortieren. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder für dich da. Liebe Statue. So. Nochmal so, die Heilung hier aktivieren. Alles klar. Kommst hier hoffentlich nicht hoch, nein. Gut. So, weil ich wollte ja den rechten Arm anvisieren. Dass er als nächstes dann meine Waffe verbessern kann. Okay, los geht's. Ach, das hast du nicht kommen sehen, ne? Du bist wie viel deiner Kumpel sich schon platt gemacht hat. Den einen immer und immer wieder. Oh! Das war nix. Das hat er wieder gesessen. So, und ab mit dem Arm. Ist irgendwie cool, gegen die zu kämpfen. Ich finde das Design auch irgendwie ganz cool. Und halt auch, dass man sie wirklich erstmal kaputt haut und dann sie noch weiterkämpfen. Sehr, sehr cool. Fällt mir gut. Und das waren, glaube ich, auch die Gegner, über die ich zumindest mal, ich glaube, bei Steam hatte ich mal ein Review gelesen. Und da hatte sich jemand tierisch drüber aufgeregt und meinte, da wäre das Spiel dann total unfair. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde die Blockmechanik jetzt auch nicht mega schwer und ich bin eigentlich, was sowas immer an Spielen angeht, also echt ziemlich schlecht. Da steht auch einer, ich sehe noch genau. Oh, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein hier. Na, jetzt sind wir sich unsichtbar gemacht. Ja, hatte. Ich gehe jetzt mal zur Abwechslung aufs Bein. Extra, dass sich nicht unsichtbar gemacht. Man gibt sie nicht mal. Ah, siehst du, hacke ich dir dein Bein nämlich mit Gedankenkraft ab. Hast du das gesehen? Sollst mich nicht wütend machen. Nutze hier ganz fiese Tricks, Junge. So. Das da auch wieder so eine Art Aufzug. Das ist ja ganz schön verwinkelt hier. Zum hier ein Zelt. Katze an der Höhe, ich da wen. Eieiei. Junge, Junge. Hey, schickt jetzt aber mal, ne? Komm, schießen wir mal zurück. Kleiner Pisser. Jetzt komm ich zu dir. Alter. Was hat der denn für ein scheiß Problem hier? Der Arsch war ganz schön stark irgendwie. Der hat mir richtig zugesetzt. Alter. So. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt ja noch nicht mega weit hier im Spiel, aber bisher. Ein paar hatten irgendwie gesagt, dass das Kampfsystem hier teilweise unfair wäre und bla 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 und weiß der Geier was. Finde ich eigentlich gar nicht.
Bislang ist noch absolut alles im Rahmen. Okay. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass hier die Tür zu der Basis von diesen Jägern ist. Die der eine Typ nicht aufmachen wollte, weil er ja sagt, er rührt keinen Finger, bis sein Boss ihm nicht das Okay dafür gibt. Alle Zeugen müssen sterben! Das sieht nicht gut aus. Wir aktivieren mal gleich hier eine große Heilung. Oh shit. Unsichtbarer Typ. Wird er auch wieder sichtbar? Die Unsichtbarkeit würde mich gar nicht so sehr stören, aber in so Spielen, ohne einen Gegner anzuvisieren, ihn treffen zu können, ist praktisch unmöglich. Oh! Fieser Trick, Junge. Fieser Trick, muss ich zugeben. Hab ich gerade einen Trick geworfen? Oh ne. Das war kein Trick. Eieiei, das sollte ich nicht gegen jemanden wie ihn machen. Heilige Scheiße, Junge. Was ist denn da für eine fette Knifte? Baller mal auch mal ein bisschen drauf. Haben wir das Ding ja. Oh Scheiße, ich bin genau reingesprungen. Ist gar nicht gut jetzt. Muss ein bisschen auf irgendwie auf Abstand bleiben. Ach shit. Okay. Fucking Katana, das sah irgendwie so aus. Scheiße, ey. Das war ganz schön viel Tech-Scrap. Und ganz schön weit zu laufen. Ganz schön viele Gegner. Und doch auch durchaus Gegner, die einen ziemlich schnell platt machen können, wenn sie wollen. Ich werde es jetzt trotzdem mal riskieren. Ich hätte hier gleich mal draufhauen können. Aber ich bekomme ja auch Zeit wieder gut, wenn ich welche töte. Ja, so viel dazu. Eigentlich war mein scheiße Hauptgedanke, dass ich vor allem dann ein bisschen Dinger sammeln kann hier. Ladungen für meine Health Packs. Und das war's. Und schon ist mein Tech-Scrap weg. Voll verkackt. Ja, das ist ja fies, ey. Hab ich denn hier eigentlich noch Tech-Scrap drin? Ne, praktisch auf 600. Reicht das für... So. Zerlegen. Reicht das für ein Waffen-Upgrade? Was mich 1666. Ich bräuchte noch einmal, ja. Guck mal, ich muss die Statue, muss in Anführungszeichen Mission ja erledigen. Dann gehe ich jetzt wieder auf die Waffe. Und dann habe ich wahrscheinlich schon fast genug. Das war knapp. Das war schlecht. So. Meine Güte. Einmal irgendwie so ein bisschen. Ein paar Mal verkackt hat. Geht dann. Verliert man so ein bisschen das Vertrauen in sich selbst bei sowas. So. Zack, zack. Und jetzt müsste ich doch. Ja. Jetzt verbessern wir uns gleich mal die Waffe hier. Ich finde die eigentlich ganz cool. Deshalb ich bald jetzt nochmal. Den P90
Peacekeeper natürlich auch nicht schlecht war. Ich kann ja kurz nochmal gucken. Und hier was besser zu gucken. Einhändig, ne danke. Das Ding nehmen wir auch mal raus. Den auch. Peacekeeper, oh, der macht halt zu viel weniger Schaden. Wenn ich jetzt mal sage, ich vergleiche das mal mit dem Ding. 217. Er macht halt keinen. Ups, kein Elementarschaden. Erhöht er sich hier eigentlich irgendwas? Nee. Anscheinend nicht. Hat natürlich auch einen höheren Energiegewinn pro Attacke. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ja doch ein bisschen verlockender zu sagen, ich mache halt gleich einfach viel mehr Schaden mit jedem Angriff, als dass ich mir hier noch mit dem Passivboni verlassen muss. Zumal, sagen wir mal ganz ehrlich, den Elektroschaden, den verpeile ich meistens, weil ich es zu spät checke, dass die gestunt sind. Ups, was ist man denn hier noch? Oh scheiße, Moment. Kurz Auszeit. So. Ich laufe jetzt nicht. Ich kann sagen, ich laufe jetzt nicht jedes Mal zurück. Jetzt habe ich nämlich vergessen, meine Waffe zu verbessern. Das mache ich jetzt nochmal. Warte mal kurz. Bin gleich wieder da. Ich wollte jetzt ja nicht den hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit an dem abkämpfen, sondern. Ich wollte nur einmal meine Waffe upgraden. Wir kämpfen ja noch gegen genug von den Typen. So. Ich dachte, jetzt halt automatisch noch den Rest rein. So. Gut. Ja, okay. Aber ich glaube, ich mache hier trotzdem erstmal einen kurzen Break und versuche mich dann in der nächsten Folge an den Bossgegner. Bis dahin.